Hier kommt das Projekt Sprachpolitik mit Lena, Yannick, Liv, Max und Moritz. Vielleicht noch eine kurze Anmerkung an der Stelle. Hier ist die No-Photo-Area, das heißt, hier haben wir einfach Personen stehen, die nicht fotografiert oder gefilmt werden möchten. Bitte respektiert das auch alle, einfach nur, dass das kurz geklärt ist. Genau, im Stream ist es dann nämlich nicht, da haben wir noch ein kleines Schild, um darauf aufmerksam zu machen. Dankeschön. Genau, ich stelle euch jetzt mal mit den anderen zusammen unser Projekt vor. Und zwar war unser Projekt die Sprachpolitik. Und wir wollten einfach analysieren, wie sich die Sprache der Parteien in den letzten Jahren einfach so verändert hat. Ob die eher positiver, negativer ist, mit wie vielen Adjektiven, wie viele Wörter, positive, negative Wörter halt die in den letzten Jahren verwendet haben, um einfach zu gucken, ob wie so irgendwie allgemein angenommen immer wirklich alles schlechter wird oder besser wird und genau. Genau, dazu haben wir verschiedene Tools benutzt. Zum einen haben wir die Daten mit Python verarbeitet. Da gibt es verschiedene Bibliotheken, um Sprache zu analysieren. Wir haben uns am Ende für Spacy entschieden, was es relativ einfach gemacht hat, unterschiedliche Wortarten zu erkennen und auch komplexere Satzstrukturen auseinanderzunehmen. Dargestellt haben wir das dann auf einer Webseite mit React. Und die Daten haben wir zum einen vom Wahl-O-Mat bezogen, aber auch die Parteiprogramme von den Bundestagsfraktionen einbezogen. Genau, und die Parteiprogramme haben wir auf Abgeordnetenwatch gefunden und die gab es am Anfang als PDF und dann mussten wir die erstmal in normale Textdateien umwandeln und das hat am Anfang auch nicht so gut geklappt, aber dann am Ende schon noch besser und dann haben wir eben mit Python die in einzelne Worte unterteilt und dann hatten wir auch noch so Stopwords rausgefiltert, so Wörter ohne wirkliche Bedeutung wie und oder so. Und das Erste, was wir dann damit gemacht haben, waren halt die Wörter gezählt. Und hier sieht man mal die meistgenutzten Wörter in dem Parteiprogramm der FDP von der Bundestagswahl von 2017. Ja. Hier sieht man jetzt unser Frontend, wo man unsere Analysen sieht. Wir haben aktuell erstmal zwei Graphen und im oberen Graph sieht man dann halt jetzt in diesem Fall für die SPD über die verschiedenen Jahre, wie sich das verändert hat. Und wir haben halt gemessen die Valence, das Arousal und das Dominance. Das ist so ein Modell, wo man Sätze einteilen kann in da halt einfügen kann und dann daraus analysieren kann, ob das jetzt ein Satz ist, der einen eher so erregt, also aufbringt und so. Und da sieht man halt das für verschiedene Parteien. Und was uns aufgefallen ist, ist zum Beispiel, dass generell alles um 2018 steigt, was erstmal sehr verwunderlich ist bei allen Parteien. Und da ist uns dann auch aufgefallen, dass da ja, also wir haben sowohl Landtagswahldaten verwendet als auch Bundestagswahlen. Und 2018 war halt nur Hessen und Bayern und das ist halt jetzt sehr interessant, dass man sieht, dass sozusagen in Hessen und Bayern es wesentlich emotionaler war und deswegen wäre es interessant, das Ganze noch halt nach Landtagswahlen und Bundestagswahlen in verschiedenen Ländern aufzuschlüsseln oder auch Europawahlen. Genau, und dann war so ein bisschen der zweite bzw. dritte Aspekt, dass wir gucken, was es für Wortarten gibt und wie die verteilt sind, weil wir dachten, dass das eventuell auch uns irgendwie helfen könnte, zu verstehen, wie die Parteien denn argumentieren. Zum Beispiel gibt es viele Adjektive, gestalten sie es eher bildlich. Genau, und das haben wir mit etwas gemacht, das hieß einem Tokenizer und dann noch wunderbaren anderen Sachen mit so Verarbeitungsmethoden, wie man so Sprachen verarbeiten kann, war auch sehr interessant. Und was wir da gesehen haben, ist, dass man da nicht so wirklich was sehen kann. Was wir aber auch dachten, was relativ interessant ist, da das ja irgendwie auch eine Aussage geben oder sein kann. Das zweite machen. Genau, das vorhin war CDU/CSU, das ist die Linke. Und man kann zum Beispiel sehen, dass es immer relativ viele Adjektive gibt. Hier zum Beispiel
sind fast, ich würde behaupten, 25% aller, also 25% aller Wörter in 2013, die Linke gesagt haben, waren Adjektive. Aber inwieweit das dann wirklich was aussagt, wissen wir nicht so wirklich. Es schwankt einfach alles sehr. Genau, aber wir sprechen gleich noch darüber, wie wir es eventuell hätten verbessern können. Genau, was wir einfach noch hätten machen können, ist, dass wir ein bisschen weiter hätten analysieren können. Also irgendwie versuchen zu quantifizieren, wie einfach bzw. wie schwer ist etwas. Versucht eine Partei eher einfache Sätze zu haben, um alle Leute anzusprechen, oder komplizierte, um vielleicht nur eine bestimmte Zielgruppe anzusprechen. Dort gibt es auch verschiedene Arten, wie man es rausfinden kann. Genau, das wäre einfach noch was, worüber wir uns noch Gedanken gemacht haben. Und dann hatten wir noch überlegt, ob wir die Sprache in positiv konnotierte Wörter und negativ konnotierte Wörter aufteilen und dann halt analysieren, ob wirklich das Bild, das die Parteien vermitteln, nach und nach immer negativer wird, wie es oft wahrgenommen wird, oder ob das nur so ein Glaube ist, der eigentlich nicht stimmt. Genau. Genau, und dann war so unsere große, gruselige Idee, das ist ein bisschen Sentiment Analysis, was das eigentlich so ist mit diesem positive, negative Sprache. Was da für uns aber das Problem war, ist, dass wir da Daten gebraucht hätten, die schon vorher bestimmt sind, ob die positiv oder negativ sind, damit wir daran dann unser Modell hätten trainieren können. Das war dann aber aufgrund der kurzen Zeit leider nicht realisierbar. Ja, das war unser Projekt und unser Code liegt auf GitHub. Und ja, sonst war natürlich auch noch wichtig, wir hatten unsere Gitarren-Tabs von Ultimate Guitar. Ja, vielen Dank.